Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal nicht von der Ostsee, sondern von einem netten kleinen See hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, die Sonne ist gerade am Untergehen und einige von euch haben mich immer wieder gefragt, Rico, kannst du nicht auch mal zeigen, wie fotografierst du, wenn du zum Beispiel nicht an der Ostsee fotografierst? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was könntest du empfehlen? Was ist ein interessantes Motiv? Und genau darum geht's. Wir haben nämlich gleich Sonnenuntergang und da wollen wir mal gucken, was wir hier an einem normalen See und nicht an der Ostsee so an Fotos zaubern können. Tja, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich mal nicht an der Ostsee fotografieren bin? Ja, wenn du Wasser fotografierst, ist klar, das ist schon so ähnlich, als wenn ich zur Ostsee fahre. Als erstes brauchst du natürlich einen schönen Spot. Wenn du an einem See zum Beispiel, wo du noch nie warst, aber nicht gerade hell sehen kannst, weißt du natürlich nicht, was findest du hier vor? Also es ist schon immer ein bisschen Glücksspiel. Dem Glück kann man allerdings ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man zum Beispiel Google Maps mal aufmacht und dann das Ganze stark vergrößert. Und so habe ich zum Beispiel jetzt hier auch zum allerersten Mal diesen kleinen netten Steg, auf dem ich jetzt hier stehe. Ich drehe euch mal um. Gefunden. Das Ganze sah bei Google Maps schon ziemlich vielversprechend aus. Es ist jetzt kein super alter, verwitterter Steg, aber er ist gut in Schuss und bietet sich auch an, da er natürlich schön gerade ins Wasser läuft, hier zum Fotografieren. Ihr habt es schon gesehen, Sonnenuntergangsstimmung. Ich bin jetzt auch fast ein bisschen spät, aber ich habe schon die ersten Fotos auch gemacht. Und dann lohnt es sich dort tatsächlich mal hinzufahren. Die Location, die ich hier vorgefunden habe, gerade so der Anfahrtsweg, ihr seht es hier hinter mir, ist reines Feld. Das heißt, ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Auf Google Maps sah es nämlich so aus, als ob da hinten diese Treckerfahrspur, als ob die befahrbar ist. Ist er aber nicht, das ist ziemlich matschig. Das heißt, Auto habe ich jetzt so gute 15 Minuten Fußweg von hier abgestellt und bin dann hier mal auf blauen Dunst so ein bisschen, natürlich mit Hilfe von Google Maps, ganz einfach auf dem Smartphone dann mal hier hergegangen. Und siehe da, habe ich tatsächlich einen schönen Steg hier vorgefunden. Das Ganze, der See ist offensichtlich privat gepachtet, steht auch nochmal ein Schild, betreten auf eigene Gefahr, es steht nicht betreten verboten, betreten auf eigene Gefahr und bitte kein offenes Feuer machen. Na gut, damit kann ich ja leben. Ich möchte ja eh nur ein nettes Foto machen. Sonnenuntergangsstimmung muss natürlich auch passen. Den ganzen Tag war es heute sehr blau, das heißt nicht bewölkt, aber so ein paar Wölkchen zum Sonnenuntergang, das ist schon nett und genau die haben wir jetzt hier auch. Zusätzlich habe ich mir noch ein bisschen Deko mitgenommen, weil ich wusste jetzt natürlich nicht, wie viel Situation, wie viel Steg findest du denn hier tatsächlich vor. Das heißt, ich drehe euch mal um. Ich habe mir zusätzlich hier noch so ein nettes Stück Seil mitgenommen, um das ein bisschen auch zu drapieren. Und tatsächlich wertet das natürlich mein Bild auch noch mal ein bisschen auf. Und dann gehört eigentlich gar nicht viel dazu. Ihr müsst ein bisschen Schwein haben, so wie ich jetzt hier. Ihr seht es hier, wir haben einen schönen blauen Himmel. Wir haben einen schönen Orangefärbung, ein paar Wolken, das färbt sich gleich super. Wir haben den See hier und einen netten Blick, links und rechts ein bisschen Schilf. Und dann ist eigentlich das schon die halbe Miete. Was braucht ihr sonst noch? Ich habe mit ein Stativ, ganz klar, denn wir wollen ja ein bisschen länger fotografieren bzw. ein bisschen länger belichten, je nachdem. Hier brauchen wir keinen ND-Filter, denn das Wasser, das ist so ruhig. Das musst du nicht zusätzlich glätten. Und ansonsten habe ich hier meine Canon EOS R. Ich drehe euch nochmal um. Seid ihr auf dem Kopf? Das ist nicht so gut. Jetzt soll es aber gehen. Da pegelt sie sich ein, die Osmo Pocket. Also, ich habe hier meine Canon EOS R, dann habe ich das Canon 1535 und ich habe natürlich den K9 von Case mit draufgeschraubt. Das Ganze mit einem Rechteck-CPL, damit wir hier so ein bisschen die Reflexionen rausbekommen. Und ich habe einen Reverse, und zwar einen 09er Reverse von Case, damit ich, ihr seht es hier in der Mitte des Bildes, haben wir natürlich die hellste Position. Das ist der hellste Streifen und deshalb ein Reverse. Reverse mit einem strongen Übergang in der Mitte. Das heißt, ich habe so bis Mitte des Bildes und da wird es langsam dunkel und nach oben wird es dann wieder ein bisschen heller, damit ich die Wolkenstruktur schön drin habe, das Blau oben schön drin habe. Dafür brauchst du einen Reverse. Ich kann es euch auch gleich nochmal zeigen. Ich mache jetzt mal das erste Foto und dann zeige ich euch mal, wie es ohne CPL und auch ohne Reverse aussehen würde. Wir müssen uns jetzt tatsächlich ein bisschen beeilen mit dem Fotografieren. Ich war tatsächlich vielleicht das ein oder andere Minütchen zu spät, weil ich nicht gedacht habe, dass ich hier noch 15 Minuten herlaufen muss, ihr Lieben. Schauen wir mal, was sagen die Kameraeinstellungen? Ich habe einen ISO 100, dann habe ich eine Blende 18. Blende 18, weil ich hatte eigentlich gehofft, vielleicht noch so einen kleinen Blendenstern hier rauskitzeln zu können.
Aber dafür ist es zu spät. Das heißt, die Blende können wir auch ein bisschen weiter jetzt wieder aufmachen. Das heißt, wir nehmen eine Blende 14. Dann haben wir eine Belichtungszeit von 0,6 Sekunden. Ich drehe euch nochmal um, dann könnt ihr es nochmal sehen. Also hier ISO 100. Na, wo ist er denn? Zack, ich drehe euch mal hier ein bisschen runter. So, ihr Lieben, ISO 100. Blende 14 und eine Sechstelsekunde Verschlusszeit. Wie gesagt, Filter sind entsprechend eingeschoben. Ja, dann liegt der Fokus hier vorne auf meinem Seil. Bei einer Blende 14 ist der Rest nach hinten raus ohnehin scharf. Und dann machen wir mal das erste Foto. Und da wir mit einer Sechstelsekunde fotografieren, habe ich nochmal 2 Sekunden Vorauslöser mit eingestellt. Tja, ihr Lieben, und dann bleibt mir nur noch, den Auslöser zu drücken. 2 Sekunden Vorauslösung. Und dann haben wir hier unser erstes Foto. Bildaufbau. Ich habe natürlich hier darauf geachtet, dass der Steg, so wie ihn jetzt hier auf dem Bild auch seht, quasi als führende Linie ins Bild mir dient. Das ist natürlich optimal und da schaue ich auch im Vorfeld, ob es nicht doch irgendwo einen Steg gibt an einem See und ich dann den entsprechend auch nutzen kann. Zusätzlich hatte ich vorhin schon mal noch den Lensball rausgeholt. Das geht auch. Sonne war mir aber ein bisschen stark. Da musste tatsächlich aufpassen. Ich habe mal ein Foto mit dem Seil gemacht. Das kann ich euch hier mal zeigen. Es ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Solche Fotos sind sehr schön, können aber sehr gefährlich sein. Denn wenn der Lensball hier ungünstig steht, die Sonne ein bisschen höher steht, also um die Mittagszeit, vergesst das bitte total, Lensball und irgendwelche Seile zu drapieren, denn dann fängt das definitiv schnell Feuer. Also Vorsicht! Ja, das hat mir jetzt auch irgendwie vom Bildaufbau noch nicht so gefallen. Ich finde es jetzt schöner ohne den Lensball entsprechend. Aber das Foto habe ich mitgenommen, nur habe ich ihn auch mit hergeschleppt. Das ist nämlich der große von Roller, der 110 mm. Der wiegt nämlich auch ein bisschen was. Tja, und dann seht ihr schon, jetzt geht es hier dem Sonnenuntergang immer weiter entgegen. Hinten guckt noch so ein ganz, ganz kleiner Ball jetzt raus. Aber hier oben im Himmel, da haben wir natürlich eine tolle Struktur. Ich zeige euch jetzt aber nochmal, wie es aussieht. Wir machen jetzt nochmal ein Foto und dann zeige ich euch nochmal, wie es aussieht, wenn wir alle Filter rausnehmen. Wir müssen jetzt schon, Lichtsituation hat sich schon wieder verändert, noch ein bisschen länger belichten. Ich würde jetzt sogar schon 1 Sekunde belichten bei einem ISO 100, Blende 14 und Verschlusszeit. 1 Sekunde brauchen wir jetzt hier tatsächlich, weil die Sonne jetzt am Untergehen ist. Wir machen jetzt aber nochmal ein Foto, gleiche Einstellungen. Ja, sehr schöne Sonnenuntergangsstimmung. Aber wir nehmen jetzt mal den Filter raus und dann zeige ich euch mal den Unterschied. Und zwar nehmen wir als erstes den Reverse raus. Ich zeige euch den nochmal. Für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, was ist ein Reverse. Ihr seht es hier, in der Mitte ist die größte Abdunklung. Ja, da haben wir einen ziemlich starken, also einen ziemlich kurzen Übergang. Und dann seht ihr schon hier die Wirkungsweise nach oben. Es läuft so ein bisschen aus, ist genau richtig für oben, für den blauen Bereich. Also so eine Sonnenuntergangssituation bietet sich am besten ein Reverse-Filter an. So, wenn wir jetzt mal hier auf unser Display schauen, da haben wir den unteren Teil immer noch richtig belichtet, den Steg. Aber oben, am Himmel, da ist nichts mit Sonnenuntergang, ihr Lieben. Tja, da sieht es ja ein bisschen mau aus. So, und als nächstes CPL, den drehen wir auch nochmal raus. Und zwar brauche ich das beim K9 natürlich nur einmal drehen, denn ich habe den Rechteck CPL von K9, von Case hier im K9 drin. So muss es richtig heißen. Und wenn ich den halb rausdrehe, ja, dann ist auch die Wirkungsweise weg. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Wir machen hier nochmal ein Foto. Und dann haben wir gänzlich ein Foto ohne sämtlichen Einfluss von Filtern. Ja, das ist nicht so richtig der Reißer. Das heißt, ich möchte hier noch mal ein Foto mitnehmen. Wir werden jetzt hier schnell noch mal das Ganze ändern. Das heißt, den Kanal noch mal gedreht, damit ihr es auch noch mal seht. Hier Rechteck CPL, den habe ich hier eingeschoben. Der Vorteil am Rechteck CPL, haben mich auch einige gefragt, da ich aktuell ja sehr, sehr viel mit dem Rechteck CPL unterwegs bin. Ja, das ist schon einfacher, ne? Du musst nicht gucken, ist er jetzt richtig eingedreht, sondern den Rechteck CPL, den steckst du ein. Ja, und dann war es das, ne? Entweder steckt er richtig oder er steckt nicht richtig. Und dann hast du eben alles, was geht, ist halt schon entspiegelt auf deinem Foto. So, ihr Lieben, entsprechend, ihr seht, ich habe nochmal so ein ganz kleines bisschen schräg auch hier den Filter eingeschoben, denn ich habe damit auch den Bereich hier rechts oben, seht ihr, so ein bisschen unter der Wasserkante, seht ihr, oder über der Wasserkante, wo jetzt die Sonne untergeht, also rechts unten so ein bisschen, war ein bisschen viel Reflexion drin. Und deswegen, ich zeige euch das nochmal hier, seht ihr es, ein Rechteckfilter, einfach ein bisschen schräg eingeschoben, hat einen großen Vorteil. Ich kann es euch auch nochmal zeigen, und zwar machen wir nochmal ein Foto jetzt hier, Einstellung ISO 100, Blende 14, 1 Sekunde Verschlusszeit. Ah, ist das nicht ein tolles Foto? Ist das eine tolle Sonnenuntergangsstimmung, ihr Lieben? Ich mag sowas ja, ne? Und außer mein Gequassel, und das ist noch das Tollste daran, ist hier überhaupt nichts zu hören. Wahrscheinlich haben sich auch selbst die Fische und hier die Schwäne und die Reiher, was sie alle hier sind, gedacht, oh Gott, wenn der hier so ein blödes Zeug quatscht, dann hauen wir lieber ab. Wir ohnehin nichts beizubiegen. Aber guck mal hier oben, die Sonne. Und dann die Wolken dazu. Das Ganze färbt sich jetzt hier. Schöne Komplementärfarben im Übrigen auch. Ne? Das ist ja angenehm fürs Auge. Oben links das Blau.
Und dann hier in der Mitte schön orange. Mensch, das hat sich tatsächlich gelohnt, hier rauszufahren. Ich war erst ein bisschen skeptisch, na, ob das was wird. Aber na, ich muss sagen, das hat sich gelohnt. So, ich drehe jetzt nochmal den Filter ein bisschen. Ich mache den mal ein bisschen gerade. Dann seht ihr auch hier, mache ich euch nochmal ein Foto. Und dann könnt ihr erkennen, ja, wo ist jetzt der Unterschied, ne? Warum habe ich das Ganze so ein bisschen nach rechts gedreht? Man sieht es hier deutlich im Wasser, im rechten Bereich. Es ist mir da ein bisschen hell. Ne? Und das kann man gut mit dem Filter beeinflussen. Ne? Kannst du ihn ein bisschen schräg machen und schon funktioniert das Ganze. So, jetzt machen wir mal schnell noch mal ein Foto, bevor das Ganze hier nämlich weg ist. Die ganze Stimmung. Ja? Und jetzt können wir auch noch mal die Kamera ein bisschen ändern. Und zwar werde ich das Stativ ein bisschen höher stellen. Jetzt haben wir es ja ganz flach über dem Boden. Aber ich werde jetzt noch mal na, vielleicht so ein bisschen so hoch gehen, damit wir... Ihr seht es oben links, ne? Über dem Schilf wird natürlich deutlich mehr sichtbar, als wenn ich hier so unter das Schilf gehe. Da haben wir eine schöne Wolkenzeichnung und die versuche ich jetzt auch nochmal drauf zu bekommen. Dafür einfach das Stativ ein bisschen hochstellen. Ich gucke mal, ob ich euch in der Hand behalten kann. Im Übrigen, ja, ihr seht es, das Ting-Ting-Wing musste weichen. Es ist diesmal zu Hause geblieben. Ich habe ein neues Stativ, habe ich mir auch selbst gekauft. Ja, ich bin gespannt. Im Grunde sieht es dem Ting-Ting-Wing sehr, sehr ähnlich. Hat aber einige Eigenschaften, die ich tatsächlich wesentlich besser finde als die des Ting-Ting-Wing. Mal sehen, wie es sich hält demnächst. Ich werde es auch wahrscheinlich mitnehmen nach Schweden. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr ein bisschen durcheinander hier. Ja, das sieht nochmal besser aus. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen höher. Ja, Fokus setzen wir hier unten auf den Steg. Dann ist zwar hier unten mein Seil weg. Wir können auch ein Stück zurückgehen. Dann haben wir es vielleicht noch wieder ein bisschen mit drauf. Ja, so ist es noch besser. Das heißt, ich bin jetzt nochmal ein Stück zurückgerückt. Ihr seht es hier, vorne ist mein Seil. Dass es gerade so drauf ist. Oh, mega Farben, mega, mega Farben. Ich muss mal gucken, dass ich euch hier in der Hand behalten kann und trotzdem meine Kamera noch ein bisschen ausrichte. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Ein Träumchen, ihr Lieben, ein Träumchen. Ich sag's euch, könnt ihr noch mal gucken. Ihr seht hier, Filter ist ein ganz kleines bisschen schräg. Guckt euch an. Ja, so kann ein Sonnenuntergang aussehen. Ja, sehr, sehr schön. Tja, wenn sich das nicht gelohnt hat, hier herzufahren und das letzte Stück sogar noch zu laufen. Ich muss euch mal umdrehen, denn der Himmel sieht wirklich genial aus. Schöne Rottöne hier oben, schönes Orange. Na, ihr seht es oben links, schönes Blau. Ja, und dann geht es über ins Orange. Perfekt. Ja, die Natur macht immer noch die schönsten Farben, ihr Lieben. Sieht das nicht genial aus? Und dann die Ruhe dazu. Ne? Man braucht nicht mal einen ND-Filter. Das Wasser ist spiegelglatt. Seht ihr, hier bewegt sich nichts, nicht ein Lüftchen. Ja, und wenn man nicht ein Video aufnimmt, dann kann man auch ein bisschen die Ruhe genießen, ihr Lieben. Und genau das werde ich jetzt auch noch machen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass ich euch mal mitgenommen habe, so auf den letzten Drücker einen Sonnenuntergang zu fotografieren an einem See. Ihr seht, na, so ein bisschen Seil und ein bisschen Steg und schon wird es auch was mit dem Foto. Na gut, das Wetter sollte natürlich auch mitspielen, das ist ja ganz klar. Tja, ihr Lieben. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Geht ruhig mal los, geht einfach auch mal auf blauen Dunst los, macht ein Foto, versucht das Beste aus der Location herauszuholen. Nicht zu Hause sitzen, euch holt keiner ab zum Fotografieren. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir doch auch gerne mal unten in die Kommentare, was war mal euer tollster Spot, den ihr quasi zufällig entdeckt habt, weil ihr gedacht habt, Mensch, heute zu Hause sitzen, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich will los, ich brauche ein tolles Foto. So ging es mir heute ja irgendwie auch. Tja, das schreibt mir doch mal gerne unten in die Videokommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.